Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Star Wars The Old Republic Knights of the Fallen Empire mit Kapitel 7 der Herrin der Leidenschaft. Ja, wir sind gerade in die Abwasserkanäle von Sakul eingedrungen. Mit uns die Mutter des derzeitigen Imperators Arkan, Senya Tiral und unserem alten Buddy, noch bekannt aus dem ursprünglichen Spiel von Star Wars The Old Republic, T701, unser kleiner Astromech-Droide, der schon Ewigkeiten aktiv ist und nie eine Speicherrücksetzung bekommen hat. Ich wollte noch was gucken. Nee, anscheinend bin ich hier noch nicht richtig dafür. Schon wieder ein Energieegel. Jetzt sollte es besser gehen. Schalte Sicherheitskameras aus. Wo sind denn Sicherheitskameras? Meistens hängen sie doch irgendwo an der Decke oder so. Oder an den Wänden. Da ist doch eine. Ein kleiner Sakul-Schleicher. Erledigt. Na komm, komm. Put, 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 put. Schlaf ein bisschen. Finde ich gut. Mir hat es nie gefallen, Ich habe allein so zu arbeiten. das seltsame Gefühl, dass meine Maus langsam den Geist aufgibt. Zumindest eine der Maustasten, mit der ich arbeite. Ich habe ein Ziel für euch ausgeschaltet. Womit mal wieder erwiesen wäre, dass selbst teure Hardware-Komponenten nicht immer ihr Geld wert sind. Da dachte ich tue mir mal was Gutes und kaufe mir mal eine richtig geniale Logitech-Maus mit was weiß ich wie vielen Tasten und bla und Sülz. Und dann hält sie nicht mal genau 2 Jahre und die Tasten fangen an zu spinnen. Ihr könnt. Okay, und warum griff mich dieser Druide jetzt an? Nein, da scheint nichts mehr zu sein. Du hast den Ort Generator-Wartungstunnel entdeckt. Ihr seht gelangweilt aus. Kamera. Oder bin ich es? Vielleicht sind wir es beide. Du weißt durchaus, wie man kämpft, T7. Daran habe ich keine Zweifel. Irgendwann erzählen wir uns mal gegenseitig unsere Geschichten. Komm zu Papa. Also, dann kommt Papa halt zu dir. Einfacher als ich dachte. Ja. Schnell und effizient. Ja, wobei das nicht wirklich ein Feind war. Bin ich eigentlich noch richtig für die? Nee. Ich denke zwar, dass wir da lang müssen, aber. Hallo, Flatteregel. Ich bin's, der Onkel Joe. Und du bist tot. Ja. Pumpwerk Wartungstunnel. Auch keine Kamera.
Ja, kommt. Was? Sie greifen nicht an. Oh, was ist das denn? Riesige Tunnelspinne. Zeigt, was ihr könnt. Die sieht aber auch ekelhaft aus. Nein, das tut die Ruine. Machst du das richtig? Ja. Nein, eventuell kreuze ich hier an. Okay, den Gang hätten wir uns quasi sparen können. Na nun, hier ist ein Kampf. Ich habe einen Kampf. Wo kommst du denn jetzt her? Cool, irgendwas, keine Ahnung. Ich will ja auch nur gucken, ob hier eine Kamera ist. Na, Junge, das wäre jetzt eigentlich unsinnig gewesen, aber scheiß drauf. Der steht nicht mehr auf. Nee, lösche Sicherheitsdaten. Bin ich hier eigentlich noch richtig? Das fällt mir natürlich dann erst auf, wenn es schon zu spät ist, aber egal. Ich habe ein Ziel für euch ausgeschaltet. Das hast du gut gemacht, Senja, das freut mich doch sehr. Der steht nicht mehr auf. Lass meinen Druiden in Ruhe. So, die Sicherheitsdaten können da gelöscht werden. Dann machen wir das doch mal. Dip, 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 dip. Lebensformen. Ihr süßen kleinen Lebensformen. Wo seid ihr? Dip, 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 dip. Oh, eine grüne Phase. Verlasse die Bahnwartungstunnel. Bahngeschäftszugang. Warum lese ich das eigentlich vor? Ihr könnt ja selbst lesen. Es piepst. Aktualisierung. Die Auslöschungsbemühungen an Bord der Gravestone gehen langsamer voran als geplant. Es erscheint mir überflüssig, die Überreste meiner Opfer wegzuräumen. Sie würden als effektive Warnung dienen, sich nicht auf unser Schiff zu schleichen. Aber Master Vortena war in der Sache ziemlich nachdrücklich. Also wird das Schiff bei ihrer Rückkehr in tadellosem Zustand sein. Sehr gut, obwohl ich nicht glaube, dass ich dort vom Boden essen will. Was bedeutet die Rückkehr unseres großen Ziels? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Sie bedeutet Tod für die Ungläubigen. Sie bedeutet das Ende unserer korrupten Gesellschaft. Sie bedeutet große Freude für uns alle. Ihr versteht vieles. Aber wisst ihr auch, was aus euch werden wird? Aus eurer Familie? Wir dienen Sildroks Ruhm, damit das Böse bestraft wird. Wir sterben, damit Sakul weiterleben kann. Gut. Alter Falter, nimm doch erstmal die Maske ab zum Sprechen, du Knickhannes. Das ist die alte Welt, wie sie die meisten Bewohner von Sakul kennen. Ein Ort, um sich mit dem Gesindel anzulegen, um daheim davon zu prahlen. Eine einzige große Party. Ich habe einen Kontakt in der Nähe, aber ich muss alleine gehen.
Heißt das, dass ihr jetzt wieder Senja, die gnadenlose Vollstreckerin, seid? Ja. Garantiert, Jung. Garantiert. Ja, hast du alles gemacht, T7, wunderhübsch. Ach, da kommt der Aufzug, lassen wir uns nicht plattwalzen. Buffen wir uns erstmal. Salim, Shalom. Befehlige T7 beim Überwachungsdatenstrom. 2. Okay. Also sieht hier schon... Ja, sehr interessant hier aus. Ich wollte schon immer mal die alte Welt besuchen. Wer hätte gedacht, dass ich jetzt die Zeit dazu habe? Herrlich. Ihr hättet durchaus erwähnen können, dass Senja die Mutter eurer Kinder ist. Ich wollte sehen, was sie tun würde. Letztendlich hat sie sich dazu entschlossen, euch und euren Verbündeten zu vertrauen. Sie ist eine starke Verbündete. Intelligent... Fähig, selbstbewusst und furchtlos. Oh, sie gibt niemals auf. Ja, so eine Frau kenne ich auch. Prioritätsruf für die Hohe Richterin Valen. Sie wird wissen wollen, wen ich gerade entdeckt habe. Muss ich da jetzt runter? Oh, ich habe Post. Das ist wahrscheinlich dann wieder irgendwas Sinnfreies. Thora Heskel, ja, ja, bla bla. Uah. Obwohl, das wäre nicht tödlich gewesen, aber es hätte Leben gekostet. Computer arrogant. Schweb eine Runde und denk, was du Schlechtes getan hast.
Ach, scheiß der Hundenaffen drauf. Eine Versprungtruppe mal wieder. Okay, dich da runter zu hüpfen, hätte wahrscheinlich keinen Sinn. Kommt sonst noch einer? Ja, ja. Edwide. Na? Benutze das lokale Passiercode Terminal, wo immer das auch sein mag. Ach, da ist, ja. Direkt vor der eigenen Nase. Und ich sehe es nicht. Falls ihr mich hört, ich habe ein paar neue Freunde gefunden. Könnt ihr etwas Hilfe gebrauchen? Ich bin unterwegs. Ich bin ja neugierig, wie der sich als dunkler Jedi macht, also als gefallener Jedi. Hilf Senja in der Kantina! Na, dann wollen wir das doch mal tun. Spürt die Macht von Sildroks Clown! Glaube ich nicht. Oh, mein Leben geht aber ganz kräftig runter. Ja, kämpf doch. Hallo? Ja. Ist schon komisch, wenn man die Tasten drückt und es passiert nichts. Aber ich habe doch gar keinen Deck, aber egal. Schickt er mir eigentlich an Schaden ein? So, jetzt hat sie's. Ja, das war doch jetzt lächerlich. Warum bin ich jetzt gestorben? Also sowas Lächerliches. Wer war das? Herolde von Sildrok. Kultisten, die auf die Rückkehr eines mystischen Schlangengotts warten. Früher waren sie nur ein Ärgernis, jetzt sind sie militant. Eine tolle Show! Absolut fantastisch! Haltet den Mund oder ihr seid als nächstes dran. Oh, okay. Schwuchtel, hau ab! Das seid ihr ja. Ihr lasst Herolde auf mich los, Rack. Kein schlauer Zug. Damit habe ich nichts zu tun.
Die Herolde haben jetzt das Sagen in der alten Welt. Sie haben eine Abmachung getroffen. Mit Arkham? Was für eine Abmachung? Die Herolde halten die Kriminellen im Zaum und die Ritter bleiben draußen. Wenn ihr bleibt, werden sie mir die Schuld geben. Ihr müsst verschwinden. Sagt mir erst, wo ich die Herrin der Leiden finde. Soll das ein Witz sein? Lieber lasse ich mich von den Herolden erwischen, als von der Herrin der Leiden. Und wo stehe ich auf dieser Liste? Was? Ihr wisst, wozu ich fähig bin, Rack. Oder soll ich euch nochmal daran erinnern? Glaubt mir, wenn Senya nicht erfährt, was sie wissen will, dann kümmere ich mich darum. Wartet! So wartet doch! Ich wollte sagen, dass ihr euch nicht mit der Herrin anlegen solltet. Aber hey, das ist euer gutes Recht. Wir waren doch immer ehrlich zueinander. Na ja, ihr meistens. Müsst mich nicht schlagen. Doch. Wo ist sie? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, wen ihr fragen müsst. Es gibt eine Datenhändlerin bei der Marktstation, Mona Gale. Sie arbeitet regelmäßig mit der Herrin zusammen. Mona Gale, in Ordnung. Tut mir leid. Gehen wir. Also ihr seht, das neue Add-on. Wen ich gefunden habe. Na mich? Den Fremdling? Direkt unter unserer Nase, in der alten Welt. Alleine? Oh nein, das Beste kommt noch. Mutter ist auch hier. Wollen wir mal Hallo sagen? Warum sollten sie fliehen, nur um zurückzukommen? Lass sie tun, weswegen sie hier sind. Ich sorge dafür, dass sie nicht trödeln. Ihr seht, das Spiel besteht aus sehr vielen Videosequenzen. Und irgendwie habe ich jetzt überhaupt kein Bild. Ach, da ist es ja wieder. Aber egal, wie dem auch sei, wir machen jetzt eine kurze Pause, eine kurze Unterbrechung. Und dann sage ich, schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Star Wars The Old Republic. Denkt an das Abo, hinterlasst einen Daumen, wenn ihr Lust habt, und einen Kommentar. Es würde mich extrem freuen. Dann sage ich einfach mal, bis in ein paar Minuten. Bye, bye.